Da geht heute mit unserem Police Officer Patrol oder Police Simulator Patrol Officer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei meinem Let's Play und wir machen heute wieder weiter in Kellen und zwar bei der Fahrzeugstreife bei Nacht. Wir sollen wieder Leute begleiten. Und zwar in den Knast. Wenn wir es dürfen, wohl gemerkt. So, wir sollen Strafzettel erstmal eine Linie ausstellen. Warum auch immer. Ich dachte, wir können jetzt wieder ein bisschen was Leute einbuchten. Ja, schon. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Ja. Machen wir aber trotzdem. Hier Einsatzzentrale. Wir haben einen Notfall. Unterwegs. Ist ein Officer verfügbar? Bitte melden. So, wir sollen einen schweren Unfall aufnehmen. Fahrt mal da weg. Ach, Leute. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Oh, das hat schon heftig geknallt hier. Moinsen! Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Okay. Machen wir mal Führerschein. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. So, was haben wir denn hier? Brandon Diaz. Aber passt das zu dem Dings ja nicht, ne? Hat er ein Dings? Ne. Er hat auf jeden Fall keinen. Er hat keinen Dings, ne? Okay. Alkoholtest. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Also ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Warum auch immer der das... Oh, er ist unter Drogeneinfluss gefahren. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! Dich lassen wir erstmal hier. Und weiter geht's erstmal mit dieser Dame hier. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ja, Officer. Diese. Oh, da liegt doch eine Leiche, ja. Es ist keine Leiche, es ist eine verletzte Person. Das machen wir jetzt sofort. Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Hier, vor dem liegt ein... Ich habe hier eine verletzte Person, Rettungswagen erbeten. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war vielleicht etwas schnell. Tut mir sehr leid. Ja. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer. Bitteschön. So. Herzweiß ist abgelaufen. Hey, hey, hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Darum. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Alkohol zumindest mal nicht. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Der Drogen. Na gut, dann bist du festgenommen. Sie sind festgenommen, da Sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Ach, kommen Sie! Sie machen Witze! So.
Nächste Person bist du hier. Was haben Sie gesehen? Diese Person war zu schnell. Ich bin mir sicher. Gut, du bist angeblich zu schnell. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Gut. Bei dir ist weiter alles okay? Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nee. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Der nächste, Alter, was sind das denn für Leute unterwegs? Betäubungsmittel ebenfalls unter Drogen. Sie sind wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verhaftet. Bitte kooperieren Sie. Bitte, nein! So, ich brauche definitiv mal einen Transporter. Weil ich drei Leute habe jetzt unter Drogen. Ich nehme die erstmal raus. Was ist die Nummer? Da steht noch mehr. Oh, das ist eine verletzte Person. Rettungswagen. Verletzte Person, RTW erbeten. Den haben wir schon befragt. Dich haben wir noch nicht befragt. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. So, dann fangen wir erstmal. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Gut. Hey, hey, hören Sie mich? Ja, mir ist aber schwindelig. Sie sollten mich zur Weiteren. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken Sie gefahren sind. Bleib doch mal stehen mit deiner Scheißkarre da. Du hast nichts gesoffen, aber pass auf, jetzt kommt der nächste Mal mit Drogen raus. Ich habe drei Leute mit Drogen. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, da habe ich das. Also die hat Gott sei Dank mal nichts. So, ich werde mal kurz eben Fotos machen, damit ich die Berichte abgeben kann. Eine Menge Fotos machen hier, weil das sind ja mehrere, viele Fahrzeuge, die ja darin verwickelt sind. Eigentlich auch nur so eine Spur, ne? Schon mit drin? Ja, ne? Ja, wir geben jetzt mal kurz die Berichte ab, dass wir das erledigen können. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. So, ich werde Sie zum Streifenwagen bringen. So, du wirst auf jeden Fall mal reingehen. Frage, wie viele Leute kriege ich in den Transport, in mein Auto? Drei?
2 scheinbar, oder? Bitte kooperieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Du bist weg. Du bist verhaftet. Oh, der nächste kommt hier. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitte kommen Sie mit mir zum Polizeifahrzeug. Frage, wie viel habe ich den jetzt auch noch mit rein verfrachten kann oder habe ich jetzt tatsächlich scheinbar nicht. Okay. So, dann werden wir tatsächlich uns einen Streifenwagen holen. Aber wir stehen hier. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, das. Jetzt brauche ich noch die... Alter, dann kann ich mich anfangen, die Unfallstelle hier abzuräumen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Gut, dann haben wir 3 und dann fange ich jetzt an, die Unfallstelle abzuräumen. Dürften wir eigentlich tatsächlich sogar Fahrzeuge durchsuchen? Okay. Nichts. Nichts. Okay, der Kofferraum geht wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Nichts. Gut, dann kann das Auto schon mal weg. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Alle Abschleppwagen sind derzeit alles klar. Im Einsatz. Hier ist die Unfall. So vielen Dank, Officer. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Also betrunken hast du auf jeden Fall irgendwas. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Und der Nächste. Das ist doch zu laut, Leute! Fest. Ich kann ja nicht mehr festnehmen. Fahren. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Warte, bitte kooperieren Sie. Kann ich die nicht... Die Frage ist, würde die so gerne mitnehmen. Da ist ein Waffenrennen. Ich kann niemanden festnehmen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. So, ich muss hier leider ein bisschen aufreiben. Ich bringe mal die... Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? So, der wird jetzt... Ich werde jetzt hier ein bisschen anfangen aufzuräumen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Dich hab ich. Da los, Freunde. Oh,
Hört sich den Verkehr auf. Aber ist egal. Ist dann halt so. So, ich gehe mal zurück zu meiner. Ach, der raubt jetzt hier. Der raubt jetzt hier auf, okay. Wir fahren jetzt unsere Leute zurück zum... Gut, fahren wir kurz in die Wache zurück. Gehen natürlich jetzt ebenfalls zur Wache zurück. Und wir machen hier. Ich konnte die vierte Person nicht versorgen. Wir haben vier Leute, mit, die unter Drogeneinfluss gefahren sind. So. Zeit für einen Aufenthalt in der Zelle in der Polizeidienststelle. So, fangen wir mal an. Aber die Frage ist aber alle voll, wie weit die da überhaupt gefüllt sind. Ach, hier ist immer noch einer drin. Bleiben Sie vorerst hier. Gehst du da rein? Und tschüss. Frage, wenn ich jetzt zurück zu der Unfallstelle fahre, wie so nebenbei gerade, und den Rest noch mitnehme. Kurz gucken. Hier ist immer richtig. Ich kann ja zurück zu der Unfallstelle fahren. Ist ja theoretisch hier unten. Ist es doch. Ich guck mal, ob ich jetzt tatsächlich zu der Unfallstelle zurückfahre. Da vielleicht auch wieder einen oder anderen mitnehmen kann. Das ist die Unfallstelle weg mittlerweile. Okay, schade. Ich hätte ja sagen können, dass es da jetzt irgendwie heißt, ja, aber... Fahr mal zurück zur... War aber nur ein Versuch wert. Nur ich, dass der jetzt nicht fährt. Aber ich habe keine weiteren Leute, ne? Okay, fahren wir zurück zur Wache. So, warte mal. Da ist die Wache. Und nicht da unten. Hätte ja klappen können. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschlepp.
Rettungswagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. So, fahren wir zurück zum... zum Hof. So, wir machen Feierabend für heute. So, ab. Ich bin. Gut. Unfall haben wir aufgenommen. Wir haben viele, viele Erfahrungspunkte gesammelt. Und ich glaube, naja, wollte man nicht. Das ist klar. Conway! Wir haben ein weiteres Stadtteil freigeschaltet. Und zwar ist das, glaube ich, mit dem Stadion das Gebiet. Genau. Es ist der letzte Stadtteil, der uns hier noch in dieser Firma, in dieser Folge fehlt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's nach Conway. Dann hätten wir, glaube ich, den letzten Stadtteil frei. Beziehungsweise diese Strecke. Bis dann. Tschüss.